Ja, nice. So, da zeige ich mich jetzt auch einfach mal. Hallo. Auftrag abgeschlossen. Warte mal, ich habe jetzt nicht ganz mitbekommen, was wir... Warte mal, was ist jetzt los? Sprich mit Professor Ronin, um deine erste Aufgabe zu erhalten. Aufgabe sind Aufträge, die dir jetzt kennen wir doch schon alles. Wir gehen erstmal zu Ronin und holen uns unsere erste Aufgabe ab. Auftrag. Gut. Würde ich sagen, wir sind schon wieder eine Dreiviertelstunde durch das Schloss gelaufen. Ach, hier ist er ja schon. Das ging schnell. Hallo. Ah, da sind Sie. Ja, hier bin ich. Hallo, Ronin. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Das finde ich sehr schön. Ich habe auch sehr Lust auf Reparo. Ich schließe die Aufgabe ab. Wofür sind diese Aufgaben? Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich schließe diese Aufgaben ab. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Na dann. Ui, was haben wir denn hier noch? Revelio. Super, reicht auf dem... Ja, okay, das machen wir gleich. Wyvernbrunnen. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wyverns verziert und dient als Ort, an dem die Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, dass möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurde, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wyvern von Uri, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Okay. Und wir sind Level 4. Ja, schön. Aber wo ist denn hier? Ist die Kiste unter mir? Ist die Kiste über mir? Wie komme ich an die Kiste hier ran? Ich weiß es nicht. Wir müssen da vorne hin. So. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht hilft uns ja Revelio dabei. Da hinten, oder? Nee. Das ist von einem Brunnen. Wo finde ich das? Oder ist es das hier? Ah ja. Eine Handbuchseite. Nee, doch. Aber diesmal nicht zum Lesen. Das war aber nicht das, was ich brauchte. Oder gebraucht habe. Da ist das Blatt. Warte mal. Ja, wie komme ich denn jetzt daran? Wie hole ich das runter? Ich treffe nicht. Hallo. Warte mal, wie hole ich das jetzt hier runter? Muss ich die vier... Wo ist das Blatt hin? Okay, mit Akio. Okay, sammle das liegende Blatt im Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste ein. Dann machen wir das doch mal schnell. Oder machen wir das doch mal eben. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ja, da ist es. Okay, ich hätte vielleicht... Vielleicht spiele ich das doch ganz um... Lass dir den Sieg über Cello bloß nicht zu kommen. Wo ist es hin? Großartig. So. Vielleicht spiele ich das Ganze doch mit Controller. Macht mich vielleicht ein bisschen einfacher. Hallo, wir haben... Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Ja, doch, ein bisschen. Ist okay. Hallo. Jetzt. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit.
Ja, Sir. Denken Sie daran. Okay. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Reparo. Na dann. Nein, ich hab's... Nein. Ja, das haben wir. Okay, das sollten wir schaffen, bevor uns das einholt. Das war doch sehr knapp. Reparo. Da haben wir unsere vierte Fähigkeit freigeschalten. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Das ist sehr schön. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Was? Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Vielleicht? Wir probieren es doch einfach mal. Er meint die Statue hier. Reparo. Oder? Er meint doch nicht diese Statue. Statue, whatever. Warte mal, wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin muss? Willkommen in Hogsmeade. Ah, nein, das war nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Ich sollte da vorne die Statue reparieren. Aber wo... Oder? Oder auch nicht? Gut, dann... Nicht, dann gucken wir vielleicht mal, ob das später funktioniert. Wie komme ich jetzt dahin? 78 Meter. Einmal quer durchs Schloss laufen. Alles klar, das sollte nicht so schwer sein. Einfach durch die Tür laufen. So, geradeaus. Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt noch... Wie lange spiele ich denn schon wieder? Ich weiß es nicht. Wann habe ich angefangen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, vor einer Stunde oder so. Ich würde sagen, ich spiele jetzt noch 10 Minuten und dann... Würde ich auch erstmal jemanden rain. Okay, guck mal, sie macht uns schon die Tür auf. Das ist... Oder auch nicht. Schade, danke. Okay, ich finde es ja schön, wie sich hier alles so total bewegt. Ja, die Teppiche, Wandteppiche, die an der Wand sind, die Statuen. Es ist einfach schön. Ich fühle mich wieder, als wäre ich 12 und das war vor 13 Jahren. Da war ich, das war vor... Ach, ich bin müde, lass mich alle in Ruhe, danke. Wir wollen nach Hogsmeade. Das konnten wir gerade... Wie kommen wir noch nicht rein, ne? Stufe 1, ja. Hallo, Nati. Suchst du nach mir? Ja. Nati, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Würde ich sagen, auf geht's. Na, Ladescreen. Ja, Hogsmeade. Freue mich. So, Hinweis, bla 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 bla. Oh. Ehrlich gesagt, ich finde es sehr schade, dass es kein Quidditch gibt. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Oh lol. Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ich finde es sehr schade, dass es kein Quidditch gibt. Ich habe mich auch schon sehr darauf gefreut. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach alter Ruhe. Ja, warte mal, ich will... Das war ein Fehler, dieses... Ja, ja, warte kurz, nein, es geht nicht. Ich glaube dir. Ach Mann. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Ja, das ist durchaus richtig. Ist davon die Brücke kaputt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Hallo. So, dann können wir auch mal die Kern wieder anmachen. Nein, die Brücke ist nicht kaputt. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Warum? Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen.
Okay. Ja, ich sag's zum dritten Mal. Ich finde. Oh, warte, ah, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Okay, ich hab schon eingesammelt. Da war ich ein bisschen schneller. Ich glaube, das war gerade eine Aufgabe, oder? Ups. So, zum vierten Mal. Sieh mal, Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Ja, so, fünfte Mal? Oder willst du mir wieder reinreden? Nein? Okay. Hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. So. Bevor wir jetzt weitergehen, ich finde es echt schade, dass in dem Teil kein Quidditch dabei ist. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dass mal wieder Quidditch zu spielen. Aber naja. So viel dazu. Aber ich glaube, ich habe gehört, es soll ein DLC dazu rauskommen mit Quidditch. Ich bin ja gespannt. Florfliegen. Damit können wir bestimmt irgendwelche Tränke machen. Ich, ja. Oh. Kann ich das zu mir holen? Levioso. Warte mal, ja, ja. Für Schüler verboten. Ja, das weiß ich. Ja, warte mal, warte mal. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Haha, ich komme hier hin. Ah, so. Habe ich das jetzt eingesammelt? Oh, Schnecken. Ja, ja, ich komme schon. Ja, 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 beruhig dich. Bin auf dem Weg. So. Da bin ich. Verbotener Wald. Ich will da rein. Ich möchte hier tatsächlich rein. Gibt es hier irgendwas zum Lesen? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ach so. Hast du gerade mit mir geredet? Wildsmith? Du? Ja? Nein? Okay. Was steht denn hier? This area has been declared. Dangerous by the Ministry of Magic. Ah ja. Forbidden Forest. Ich will da hin. Ich will da definitiv rein. Ich habe richtig Lust, da reinzulaufen. Mir egal, ob das verboten ist. So, wir können ja schon weiter. Ich gucke mich ein bisschen um. Ach ja, Hogwarts, das ist schon ein schönes Schloss. Ich muss mir die Filme nochmal angucken. Ich muss mir definitiv dazu nochmal die Filme angucken. Und ich habe schon richtig... Oder worauf ich noch Lust habe, ist, mit meinen Besen später hier lang zu fliegen. Ach ja. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Mhm. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Revelio. Ist es so? Und das glaube ich dir auch gerne. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so... neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Mhm. Ich möchte ganz gerne hier überall abseits der Wege laufen, aber wenn ich das mache, dann kommt genau... gar nichts? Doch. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, getroffen. Oh, warte mal, ich hab nicht mehr lange Zeit. Was bist du denn? Ein Knuddelmuff. Ja, schön. Kann ich das kaputt machen? Nein, das kann ich leider nicht kaputt machen. Schade. Wir können schon weiter. Ja, ich weiß, du willst nach Hexmeet. Aber ich möchte mich ganz genau so umgucken. Hallo. Sieht etwas mitgenommen aus. Oh. Er? Hallöchen.
Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Ich habe keine Zeit. So. Sie sollten umkehren, Miss Onai. Warum? Umkehren und wegrennen. Warum? Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer? Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon, ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Das ist schlecht. Pasta. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Ich möchte, wie gesagt... Gut zu wissen, Natty. Danke. Ich möchte, wie gesagt, sehr viel erkunden. Ui, Hogsmeade. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und ja. Im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ja. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Ich auch nicht. Das ändert sich bei jedem Besuch. Ja, Sekunde bitte. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Wieso? Okay. Hallo. Darf ich mit Ihnen sprechen? Nein? Schade. Okay, ich soll wieder raus. Ah, das da. Ich soll hier gar nicht rein. Ja, ich komme schon. Ich wollte mich nur ein bisschen umgucken, aber das darf ich leider nicht. Finde ich schade. Untere Hauptstraße. Es ist einfach so schön. Einfach mal ein bisschen genießen und nichts dazu sagen und einfach diese Umgebung. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Ja, das machen wir gleich. Ja, bis später, das machen wir. Wir gehen gleich weiter. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenpunkte. Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Okay, gib mir eine kurze Sekunde, dann geht's sofort weiter. So. Ja, okay, dann gucken wir uns einfach mal die Karte. Oh mein Gott. Das sieht nach viel aus. Wir sollen da runter und wir sollen da und da. Nee, und warum springt hier alles? Ich bin überfordert. Warte mal. Wir sollen jetzt hier vorne rein, ne? Ist das hier richtig? Make us a fine war. Ja, das scheint hier richtig zu sein. Bei Merlin danke. Prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Wieso nicht schon wieder? Was ist passiert?